Alles, was man tut, irgendwie eine politische Aussage hat. Das würde fast wieder suggerieren, dass man sogar durch den Konsum irgendwie wieder eine tolle politische Statement ablegen kann oder seine Kleidung. Das finde ich halt, ist extrem vereinfacht. Und ein politisches Engagement findet was meiner Meinung nach echt auch da statt, wo man sich irgendwie aktiv nicht unbedingt zusammenschließt, sondern für sich selbst den Entschluss fasst, etwas zu tun. Und ich finde es lustig, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, das Privat ist politisch, weil ich mich ja irgendwie entflogen aus dem Witziger. Kann man dann ungefähr zurückrechnen, woher ich komme? Ja, irgendwie ist die ganze Zeit fast. Und vielleicht hören Sie mal auch so die ganze Zeit zusammenzufassen, weil ich glaube, die Leute haben verstanden, was Sie eigentlich sagen. Okay, das war nur meine Meinung. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr eure Meinung sagt, wunderbar, dann sagt ihr auch als eure Meinung, und wenn andere Meinung sind, dann können sie dagegen gehen. Okay, also ich werde versuchen, nicht zusammenzufassen, ein bisschen schon. Also das war eine Äußerung gerne, und hier neben mir regt sich einiges. Also ich sage nur, das ach nicht dafür nicht. Anmund, das können die selber. Ja, also er hat was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Er hat Parteien und Politikverdrossenheit ein bisschen differenziert. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt in dem Sinne keine Politikverdrossenheit in Deutschland. Es gibt eine Parteienverdrossenheit. Parteien haben eine extrem hohe Ablehnung in der Bevölkerung, weil sie eben, was du gesagt hast, als Struktur des... wie bitte? Ja, ich komme gleich darauf. Weil sie so ein eingekrustetes Image haben. Und wir sind ja nun selbst entsprechend engagiert. Und genau dieser Vorwurf, dass wir eben automatisch dogmatisch sein müssen, man hat Angst, sich zu binden. Das heißt, man hat Angst, sich einer gewissen Meinung auch anzuschließen. Es ist richtig, dass man in bestimmten Situationen Kompromisse machen muss, aber ich würde nicht sagen, nur weil man in eine Partei eintritt, befähigt das uns irgendwie nicht mehr, unsere eigene Meinung zu sagen. Ja? Also wir haben uns vorhin schon unterhalten, und wir haben auch zum Beispiel Meinungen, die jetzt nicht irgendwie im Parteiprogramm stehen. Und vielleicht noch eine andere Sache dazu. Dein Beispiel mit dem, wenn ich konsumiere, bin ich nicht politisch. Das ist eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür, wie man eben doch politisch ist. Ja? Wenn du zum Beispiel nur Produkte einkaufst, die irgendwie Fair Trade sind, das heißt, wenn irgendwie entsprechender nachhaltiger Anbau, das ist gekennzeichnet durch ein Signum, wenn du nur die kaufst, kannst du dir sicher sein, du hast eine politische Aussage, etc. Ich möchte eins noch als Hinweis reingeben. Also zumindest die Zahlen, die ich habe, zeigen, dass die Jugendorganisationen der Parteien seit Jahren Zulauf haben. Na, also das nur am Rande, so die Zahlen, die es gibt. Also okay. Ich würde auch noch mal einmal dir widersprechen, in dem Sinn, dass nicht alles eine politische Aussage haben muss. Ich denke schon, dass es zum Beispiel, wenn man jetzt bei Aldi einkauft, hat es eine politische Aussage, überhaupt keine bewusste und vielleicht auch eine, die du nicht teilst. Ja, aber de facto ist es so, man unterstützt das System, das das trägt, sei es Kapitalismus, wo die Mitarbeiter nur 3 Euro die Stunde kriegen, polemisch gesagt, oder sonst was. Man unterstützt das, indem man nicht sagt, so, wer schweigt, gibt recht. Ja. Aber bei dem anderen gebe ich dir recht, was du jetzt, Jakob, gemeint hast, mit von wegen eigene Meinung sagen und in einer Partei. Also ein aktuelles Beispiel ist Ministerin Özkan, die auf das Grundgesetz hingewiesen hat, das Kreuze an Schulen verbietet. Und wenn das Kopftuch verboten wird, dann doch bitte auch die Kreuze. Und dafür wurde sie übelst geprügelt und ist dann auch sofort zurückgerudert. Also verbal zurückgerudert. Wunderbar, sie musste Demut leisten und mehr Demut vor dem Kreuz wurde in der Zeit von ihr gefordert und die ganze CDU ist durchgedreht, weil sie auf unsere Verfassung verwiesen hat. Das Bundesverfassungsgericht 1995 hat gesagt, in der staatlichen Schule, wenn wir Kirchen und Staat trennen, dann gibt es keine christlichen Symbole, wenn es keine Kopftücher geben darf. Und sie hat ihre Meinung geäußert, wurde eingeprügelt und jetzt hat sie die Meinung nicht mehr, ja. Also wo ist da die Meinungsfreiheit und die Akzeptanz und die Pluralität und also keine Ahnung. Ich würde schon sagen, dass es extrem viel, wenn man diese Parteien, wie sie organisiert sind, die treiben einem das aus. Da werden dann nur noch so Roboter, die irgendwie so reden, wie niemand redet. Niemand redet so wie Politiker. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht dich persönlich angreifen, aber Politiker haben so eine eigene Sprache, die so weit weg ist von den Menschen. Die verstehen nichts mehr, das kommt nicht mehr bei denen an und die reden auch von irgendetwas anderem, was die Leute gar nicht betrifft. Ich meine, wer hat denn täglich mit der Börse zu tun, ja? Das sind einfach irgendwelche Themen da oben, die mit den normalen Menschen sehr wenig zu tun haben. Ich würde prinzipiell sogar klatschen, also du hast, finde ich, schon sehr polemisch gut gesagt, was uns alle betrifft. Also zum einen möchte ich auch auf dich antworten, da wo du und so sitzt. Du stehst wieder da. Ah, okay, super. Nur weil ich jetzt in einer Partei bin, heißt es das nicht, dass ich sofort mit allem konform bin, was die Partei sagt. Also ich würde zum Beispiel niemals sagen, okay,
7% für Hotels, habe ich mir nur an den Kopf gefasst und meinte, was für eine geballte Scheiße da wieder durch den Bundestag gegangen ist, ja? Und das ist doch auch der Sinn dahinter, dass ich mich in einer Partei engagiere, dass ich sage, okay, von den Grundsätzen her finde ich das super, ja? Also wie jetzt ich zum Beispiel sage, Liberalismus ist super, ja? Wie das nachher aber ausgeformt wird und wie die Politik das dann macht, ja? Dass das nicht in meine Richtung geht, dafür kämpfe ich dann quasi auch in der Partei und sage, okay, ja, wir haben super Ansätze, die müssen aber auch super umgesetzt werden und die müssen auch gut vermittelt werden. Und das ist auch eine Sache, was du gesagt hast, auch vollkommen zu Recht, die Politiker sprechen in so einer komischen Sprache quasi auch wieder, ja, was niemand wirklich versteht oder auch nicht verstehen möchte. Das ist nämlich genau die Kunst, die man nachher haben muss, dass man alles gut klein verpacken muss. Also wenn ich das allein sehe, im Wahlprogramm, was wir in NRW hatten, ja, von 150 Seiten oder sowas. Wer liest sich sowas durch? Ganz im Ernst, ja? Dann macht man das über ein kleines Feldblättchen, wo drauf steht, so, wir wollen das, 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 das und das. Und das war's, ja? Also lieber, da spart man auch schön ökologisch alles, ja? Werden weniger Bäume für gefällt. Und das ist natürlich auch noch Konsum, was du noch gesagt hattest, was er auch schon beantwortet hat. In jedem Kauf, was du machst, wenn du Fairtrade kaufst, wenn du Bioprodukte kaufst, wenn du beispielsweise Eier, ja, aus Freilandhaltung kaufst, das ist immer eine politische Überzeugung, die dahinter steckt, dass du sagst, nein, ich möchte nicht, dass die Hühner da zu Recht nicht gehalten werden, ja, also dass sie frei rumlaufen können oder dass die Menschen in irgendwelchen Ländern gut bezahlt werden für ihre schwere Arbeit, die sie da haben. Das ist alles ein bisschen Politik. Es ist nicht parteipolitisch, aber es ist politisch. Also mit den Parteien finde ich halt immer das Problem ist, wenn man in eine Partei eintritt, dann passt man sich doch immer an. Also man versucht zwar immer seine eigene Meinung dort mit einzubringen, aber es entsteht immer eine Anpassung, weil man mit Leuten immer zusammen ist, die meistens schon etwas länger in solchen Parteien sind, dann haben die so diese Ideale und die vermitteln sie immer die Jungen weiter. Und das ist das große Problem. Und das sieht man mal, finde ich, ganz krass bei so Politikern oder bei diesen Jugendgruppen, die halt dann, wenn man zum Beispiel die grüne Jugend nimmt, ja, Hanf legalisieren und so weiter, aber sobald die dann sagen wir, sagen die Jugend auch schön, aber sobald die dann in die Hauptpartei kommen, also in die Große, sagen wir in die FDP zum Beispiel, dann ändern sich diese Meinungen plötzlich. Die passen sich dann also dem Alter an, was halt ich immer sehr, sehr komisch finde, dass die dann in der Jugend noch schreien, ja, hier gibt das Hanf frei und ein paar Jahre später erzählen sie, nee, das geht überhaupt nicht. Und das ist das große Problem. Und da entsteht genau diese Anpassung, die hier erwähnt worden ist, dass wenn man in eine Partei angeht, passt man sich dieser Meinung an. Das machen die Leute.